Edra-chan hat's gesehen. Mein Name ist Kuroki. Das ist eine Geschichte von etwas, das mir vor 10 Jahren passiert ist. Alles klar, das sieht aus wie ein guter Platz. Nice. Es gibt dieses Jahr auch viele. Ich war dabei, verschiedenes wildes Gemüse in den Bergen zu pflücken, als ich etwas hinter mir bemerkte. Ach, irgendwas ist hinter mir. Ein Wildschwein? Oder vielleicht ein Bär? Keine plötzlichen Bewegungen. Papa, ich habe Aralia-Sprösslinge gefunden. Schön. Hast du große gefunden? Oh. Oh, Gott sei Dank. Es sind nur ein paar Menschen. Die müssen hier wohl auch Gemüse sammeln. Puh. Also nebenbei, dieser Berg gehört meiner Familie. Aber Leute wissen in der Regel nicht, dass Berge jemandem privat gehören können. Und es ist auch nicht so, als ob wir irgendwo ein Schild hätten oder so. Also schauen wir meistens in die andere Richtung, wenn wir Leute sehen, die auf unserem Grundstück Gemüse sammeln. Aber... Oh! Das sieht erstmal aus! Ah! Oh! Heute konnte ich es nicht ignorieren. Was zum... Du hast mich erschrocken, Arschloch! Oh weia, ich wollte nicht schreien. Verzeihung, können Sie bitte nicht die Aralia-Äste abbrechen? Die wachsen sonst nicht nach. Wenn Sie die sammeln, sollten Sie... Ist ja nicht so, als ob sie dir gehören würden. Naja, eigentlich schon. Dieser ganze Berg gehört meiner Familie. Was faselst du da? Berge gehören niemandem. Also... Verdammt, es wird eine Weile dauern, bis ich es erklärt habe. Das Land gehört meiner Familie. Beweisest du, Zicke? Oder willst du dich mit mir anlegen? Ich genieße hier einfach etwas Zeit mit meinem Sohn. Hör auf, unseren Tag zu ruinieren, du Arschloch! Willst du aufs Maul? Nein! Bitte brich einfach nicht die Äste ab. Halt's Maul! Verpiss dich! Alter, der Typ hat sie nicht mehr alle. Kann ich nur wiedergeben. Nein, warte. Wenn ich das ignoriere, wird er einfach nächstes Jahr wiederkommen. Dann wird er sogar noch mehr Aralia-Zweige abbrechen. Und bald hören sie auf zu wachsen. Aralias Sprossen Tempura mag Opa am liebsten. Ist das nicht irgendwie zu viel? Nein, das kann ich nicht geschehen lassen. Also entschied ich, sie weiter zu beobachten. Papa, da drüben sind auch welche. Alles klar, lass uns alle holen. Oh nein, er bricht alle Zweige ab. Ach, komm schon, Mann. Ich habe sie beim Abbrechen der Aralia-Sprossen gefilmt und dann den Berg verlassen. Und ich habe ihr Auto gefunden und ein Foto vom Kennzeichen gemacht. Da haben wir es. Dann bin ich zurück zum Haus meiner Eltern und habe meinem Opa von der Begegnung erzählt. Opa! Oh, das ist nicht gut. Was sollen wir tun? Sollen wir die Polizei benachrichtigen? Beruhigt euch alle. Nichts, worüber man sich Sorgen machen muss, Kuroki. Zeig mir den Weg. Okay. Gut gemacht, Junge. Wir haben so viel gesammelt. Wir lassen Mama uns ein Abendessen davon machen. Ja. Wartet. Oh, du schon wieder. Du bist wiedergekommen? Es tut mir leid, euch beide zu belästigen, aber dieses Land gehört uns und wir möchten, dass ihr nicht die Aralia-Äste abbrecht. Und lasst alles hier, was ihr gepflückt habt. Lügt doch nicht. Habt ihr irgendwelche Beweise, dass... Ja, ich habe Papierkram zu Hause. Ihr seid herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, wenn ihr mir nicht glaubt. Papa, ich glaube, Sie sagen die Wahrheit. Naja, auch wenn das stimmt, das hat nichts mit mir zu tun. Ich habe keine Äste abgebrochen. Lüg nicht. Ich habe alles aufgenommen. Was zur Hölle? Ich habe dir nicht die Erlaubnis gegeben, mich aufzunehmen. Lösch das sofort. Beruhige dich. Halt den Mund, alter Mann. Halt dich lieber. Wir machen alle mal Fehler. Das ist der Zeitpunkt, an dem du dich entschuldigen wirst und daraus lernen wirst. Halt's Maul! Wenn das dein Berg ist, hättest du einen Zaun aufstellen sollen oder sowas. Sei nicht so penibel wegen ein bisschen Gemüse. Wen interessiert überhaupt die paar Äste? Außerdem habe ich nicht mit Absicht gemacht. Drück einfach mal ein Auge zu. Du... Ich habe versucht, zivilisiert zu bleiben, aber mit deiner Einstellung
Findest du es in Ordnung, dich so vor deinem Sohn zu benehmen? Findest du? Es tut uns leid. Was ist das? Dein Sohn muss sich für dich entschuldigen? Opa. Du solltest dich schämen, du Arschloch. Okay, ich hab's verstanden. Ich werde es zurückzahlen, okay? Du Idiot! Dein Kind weint und ist alles aufgrund deines Verhaltens. Warum bist du nicht einfach einsichtig und entschuldigst dich, ha? Es tut mir leid. Auf die Knie, sofort! Jawohl! Es tut mir so leid! Ich kann es wieder gut machen. Halt deinen Mund! Wie denkst du, die kaputten Äste zu reparieren, die du kaputt gemacht hast? Erst denken, dann reden! Es tut mir so leid. Getan ist getan. Hör einfach auf, so ein Vollidiot zu sein. Jawohl. Es tut mir unheimlich leid. Alles klar. Ich wurde mal wieder daran erinnert, dass mein Großvater ein Krieger war, der im Krieg gekämpft hat. Ich habe noch nie seine gruselige Seite gesehen. Der Mann und sein Sohn hinterließen das Gemüse und eilten nach Hause. Abendessen ist fertig, Jungs. Wir wollten das gepflückte Gemüse nicht verschwenden, also nahmen wir alles mit, was der Vater und sein Sohn gepflückt haben, kombinierten das mit dem, was ich gepflückt habe und machten daraus Tempura. Oh, das ist aber ganz schön viel heute. Ja, naja, ist eine lange Geschichte. Dieses frische Berggemüse ist so lecker. Soll ich morgen Reiskuchen mit Gemüse machen? Ich weiß, die liebt ihr alle. Du magst sie mehr als jeder andere, oder? Was ist los, Opa? Geht's dir gut? Ich hab nur gerade nachgedacht. Ich hätte ihn nicht vor seinem Sohn knien lassen sollen. Oh, das bereut er. Mein Opa ist fast 100 Jahre alt. Aber er liebt immer noch seine Arela-Sprossentempura. ご視聴いただきありがとうございました。愛する奥さんが交通事故に遭って命の危機にさらされたと知った瞬間落ち込み、その上その奥さんが不倫までしていたという事実を知って、もう人生のどん底に落ちた瞬間、急展開。職場の女の子と幸せいっぱいの家庭を築けるなんて。悪いことばかりが続いても、いいことがあるように人生ってできているのかもしれませんね。 皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。